So, und damit willkommen zurück zum zweiten Part der Let's Play-Reihe von Diablo 4. Der Mönch ist jetzt mittlerweile davongelaufen. Ich kann mal schauen, ob er schon hier vorne steht. Ja, das tut er. Nur Feuer kann die Dunkelheit an diesem Ort läutern. Seht hinein, aber beeilt euch. Ich mache die Fackel bereit. Dann mach du mal die Fackel bereit. Ich werde schon mal stürmen. Blutblüten. So wie die, die mir eingeflößt wurden. Ist das echt? Werden wir sehen. Schändlich. Unser Vater hat euch einen Pfad der Erlösung aufgezeigt. Und trotzdem kommt ihr bei jeder Gelegenheit davon ab. Ihr zecht und zockt. Ihr begehrt und stehlt. Schändlich. Sünde ist ihr Geburtsrecht. Meine Kinder, die Herrscher der Hölle, wollen unsere Welt verschlingen. Die Erlösung liegt nicht im Licht, sondern in euch. Glaube lehrt euch, das Verlangen des Herzens zu verleugnen. Er hat euch zu Gefangenen in euch selbst gemacht. Sprengt eure Ketten und erkennt, wozu ihr bestimmt seid. Sprengt eure Ketten und erblüht in freiester Sünde. Widersteht! Widersteht ihrer Versuchung! Ah! Barney, ich bin es. Ich habe euer Kind in diese Welt gebracht. Geh zur Trockenstätte und setz deine Vorbereitungen fort. Nun beginnt unser wahres Werk. Das ist einfach so schön abgefuckt. Ihr seid zu euch gekommen, dem Licht sei Dank. Ihr seid dort drin zusammengebrochen. Ich dachte, die Dunkelheit hätte euch verschlungen. Ich habe euch hierher geschleppt und diesen verfluchten Ort niedergebrannt. Was ist euch dort zugestoßen? Ich sah eine Vision.
ein gehörnter Dämon. Sie sagte, die Herrscher der Hölle nahten heran. Sie wollte den Menschen dabei helfen, zu überleben. Helfen? Sie nannte sie ihre Kinder und sie begrüßten sie wie eine Mutter. Mutter? Nein, das kann nicht sein. Ich muss der Kathedrale Bericht erstatten. Hör zu, im Osten befindet sich ein Eremit, ein Mann mit fragwürdigen Loyalitäten. Aber er kennt das Verbotene. Er könnte nützlich sein. Bringt ihn zur Kathedrale in Kjovashat. Dann werdet ihr die Gunst des Lichts erhalten. Okay. Aber vorerst, wir haben vorhin noch... Ja genau, wir haben noch Beine bekommen. Was haben wir hier? Abklingzeit, Widerstand gegen Feuer, Bewegungsgeschwindigkeit, Widerstand gegen Gift. Das ist auf jeden Fall so oder so besser als das, was ich Ehren habe. Halskette kann nie schaden. Und da ist auch schon ein Schadensmultiplier drauf, das ist super. Okay. Vielleicht ein bisschen frisch für die Jahreszeit, aber ansonsten sieht das schon mal ganz gut aus. So, da müssen wir hin. Alles klar. Ich glaube falsch. Dann gehen wir nochmal den Weg hier. Ja, düster ist es allemal geworden, das Werk. Das ist schon mal die erste Statue. Die Dinger hier sind auf den ganzen Maps verteilt. Ich werde euch unterhalb des Videos noch einen Link packen. Zu einer interaktiven Map, wo ihr alle Statuen der Lilith und so weiter finden könnt und später fürs Late Game. Aber ich glaube, es kann nicht schaden, wenn ihr es einfach schon mal macht. Ich habe kaum noch Energie. Ich glaube gerade nicht getroffen von den Pfeilen, die ich abgefeuert habe. Ich bin tatsächlich nicht gewohnt, dass ich Diablo aktiv ausweichen kann. Ich hätte das, ich glaube bei Lost Ark war das. Hatten wir das dann. Aber irgendwie tut mir sehr schwer, bei Diablo das zu nutzen. Ich habe kaum noch Energie. Aber ich denke, darum ist ja auch eine gute Zeit. Das Gold nehmen wir mit. Haben wir eigentlich schon... Keine Tränke, nur keine Buff-Tränke oder so. Ich habe keine Energie mehr. Karte und ranzoomen, das finde ich auch teilweise noch ein bisschen hakelig gelöst. Diese Büsche und Sträucher, die hier liegen, auch da kann ich nur empfehlen, nehmt das mit, farmt das, also ab dieser Map sozusagen, kann man alles wirklich an Kräutern, Ersten oder sonstiges finden. Das brauchen wir später, um unsere Tränke zu bauen. Oder um sie zu verbessern. Kann also nicht schaden, das auf jeden Fall mitzunehmen. Machen wir direkt hier auch mal ganz schnell. So. Okay. Ist hier jemand? Was versteckt ihr dort hinten? Thank you.
wenn ihr in mein Haus eindringt und meine Sachen durchwühlt. Dann habt wenigstens den Anstand, mit mir zu Abend zu speisen. Ich bin wirklich sehr hungrig. Eine unglaubliche Geschichte. Ich wünschte, sie wäre es nicht, aber sie ist wahr. Warum hatte ich diese Vision? Bedankt euch bei diesen netten Dorfbewohnern, die euch Liliths Blut gaben. Das Blut eines Dämons. Nicht irgendein Dämon. Die Tochter des Hasses. Die Mutter Sanctuarius. Sie wurde vor Ewigkeiten verbannt. Aber diese Welt ist ihre Schöpfung. Ihre Rückkehr wurde prophezeit. Was will sie? Das ist die Frage. Sanctuario war schon immer im Zentrum des ewigen Konflikts gefangen. Einem Krieg zwischen Engeln und Dämonen. Doch Lilith dient keiner Seite. Sie hat ihre eigenen Pläne für uns. Und ich? Bin ich verderbt? Nicht sicher. Aber ihr habt eine Verbindung zu ihr. Was werdet ihr unternehmen? Die Bindung nutzen. Herausfinden, was sie vorhat. Gut. Dann stehen wir das gemeinsam durch. Ruht euch noch etwas aus. Dann begeben wir uns nach Kiovashat. Wenn wir Lilith nicht aufhalten, sind wir alle verdammt. Na, dann machen wir uns mal auf den Weg. Kiovashat ist tatsächlich die erste City, der erste Spielerhub sozusagen, den wir erreichen. Mittlerweile ist es auch Tag. Ja. Lorat hier kennt man wahrscheinlich noch aus Teil 3. Zumindest zu all denen, die in Teil 3 gespielt haben. Dürfte den Namen bestimmt bekannt sein. Output wird noch nur minimal und wir hatten Level ab. Okay. Ich hätte nie gedacht, all das selbst zu erblicken. Der Engel Inarius. Ihr habt die Kathedrale des Lichts doch sicherlich schon über ihren heiligen Vater schwadronieren hören. Nun, er ist echt. Ein Engel wandelt unter uns. Und wenn er erfährt, dass Lilith hier ist, wird Blut fließen. Sie sind uralte Feinde. Sie werden die ganze verdammte Welt in ihren Streit hineinziehen. Es sei denn, wir können das verhindern. Lasst uns nicht verweilen. Kiovashat ist nicht mehr weit. Das stimmt. Wir sind tatsächlich nämlich schon da. Halt! Um die Stadt zu betreten, müsst ihr zuerst... Dafür bleibt uns keine Zeit. Wer Kiovashat betreten will, muss ein Läuterungsritual durchlaufen. Eine bedeutungslose Geste. Doch manche finden Trost darin. Wie könnt ihr es wagen? Lasst ihn passieren, Junge. Ich habe jahrelang versucht, Lorat zu dem Ritual zu überreden. Nun gut, aber der bleibt hier. Wir treffen uns drinnen.
Nehmt ein Stück heiliges Zedernholz vom Schrein und schreibt die Sünde darauf, die auf euch lastet. Die Sünde, die auf mir lastet. Werft es in die Feuerschale. Furcht, Wut, Stolz, Gier. Wird das Licht eure Sünde verbrennen. Wut. Bin mir gar nicht sicher, ob das nach meinem späteren Storyverlauf irgendeine Rolle spielt, was ich hier ausgewählt habe. Bis Level 17 habe ich jedenfalls nichts dahingehend festgestellt. Bin mal gespannt, ob der Punkt irgendwie nochmal aufgegriffen wird. Gut. Ihr müsst das Gefühl haben, dass euch eine große Last von den Schultern genommen wurde. Willkommen in Kyovashad. So. Erster City Hub. Gib mir jetzt schon mal die Quest hier ab. Was habt ihr auf dieses Stück Holz geschrieben? Vielleicht etwas über Hass und Zorn? Nun, ich glaube, es spielt keine große Rolle. Ich werde mich in die Trockensteppe begeben, um den Fallenmann aus eurer Vision zu suchen. Ich muss wissen, welche Rolle er bei all dem spielt. Doch während ich meinen Handel abschließe, müsst ihr noch etwas beschaffen, das mir gehört. Ein Händler im Zentrum der Stadt hat es. Sagt ihm einfach, dass ich euch geschickt habe. Ja. Schadige Hufe. Das machen wir natürlich schnell. Trübe Augen. Dieses arme Ding ist... Und den ersten Powerpunkt haben wir damit auch freigeschaltet. Ah, der alte Mann hat also endlich beschlossen, es zurückzukaufen. Wie ich ihn kenne, hat er kein Geld erwähnt, oder? Wenn er seine Waffe will, müsst ihr bezahlen. Hier werden jetzt quasi nochmal die einzelnen Symbolen geklärt, ne? Also vom Prinzip her die, ja, die Schnellreiseoption, die es im Endeffekt im Spiel gibt, beziehungsweise die W-Punkte, die sie quasi markiert sind auf der Map. Plus Dungeons, plus die Statuen von Lilith, plus Nebenquests. Ja. Dann kaufen wir das Ding mal für 20 Euro zurück. Wartet! Der alte Mann hat mir ebenfalls das hier verkauft. Er sagte, er benötige es nicht mehr, aber ich glaube, er würde es trotzdem gerne wieder haben. Kostenlos. Na dann. Seltsames Amulett. Ah, verzeiht mir. Hat mir auch dieses Amulett gegeben. Was ist es? Das Mal der Horadrim. Ein uralter Orden von Gelehrten und Magiern, der schwor, Sanctuario vor Dämonen zu beschützen. Heutzutage sind wir nur wenige. Es gibt einen anderen Horadrim, Donen. Sein Wissen über Dämonen wird nur von seiner Überheblichkeit übertroffen. Klingt, als könnte er uns helfen. Ihr solltet ihn ins Kosklen aufsuchen. Aber vergesst nicht die Kathedrale. Sie erwarten euch und könnten nützliche Verbündete sein. Ihr kommt nicht mit? Ich werde die Trockensteppe besuchen, um herauszufinden, wer dieser fahle Mann ist. Ihr könnt mitkommen, aber seid vorsichtig. Eure Verbindung zu Lilith, eure Visionen. Ihr seid der Schlüssel, um sie zu finden und ihre Pläne zu durchkreuzen. Manchmal sind unsere Wege vorbestimmt, sich zu kreuzen. Wir wissen es nur nicht. Ob es Zufall war oder das Schicksal, wir können nichts dagegen tun. Der im Sturm verlorene Wanderer. Befleckt von Lilis Blut, errettet von einem einsamen Mönch.
Verschiedene Leben und Ereignisse fielen zusammen. Wodurch? Schicksal? Oder zog eine höhere Macht die Fäden? Ich wusste es nicht. Doch damals glaubte ich, ich könnte die Menschheit vor der Tochter des Hasses schützen. Die Verbindung zwischen dem Wanderer und ihr gab mir Hoffnung. Man stelle sich das vor. So, und damit ist der Prolog abgeschlossen. Wir sehen jetzt auch tatsächlich bereits schon andere Spieler. Die Questreihe wird nochmal hier in der Hauptstadt fortgeführt. Ja klar, noch ein paar Erklärungen. Es geht, glaube ich, hier rein tatsächlich um Pferde. Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich mir schon Pferde kaufen kann ab dem Zeitpunkt. Das würde ich mir gerade nochmal angucken wollen. Weil... Wir halten unsere Stelle sauber, trocken und warm. Nee. Tatsächlich. Schreit in der Kompanie. Ah, okay. Donuts gefahren, okay. Dann müssen wir wohl noch ein bisschen was tun, spielerisch, bevor wir da hinkommen. Bleibt achtsam, Reisender. Aber das ist gar nicht schlimm. Dann haben wir was für die kommenden Parts noch übrig. In dem Sinne, ihr wisst, es läuft. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Damit kommen wir zum Ende von Part 2 und wir sehen uns im nächsten Teil. Bis dann. Ciao, ciao.